Hallo, zurück im Bootstrap-Tutorial. Das ist in dieser zweiten Episode, werden wir anschauen, wie wir Bootstrap tatsächlich anwenden. Dazu werden wir jetzt von jetzt an mit w3schools.com arbeiten. Ihr könnt einfach auf w3schools.com gehen und dort habt ihr eine Vielzahl von spannenden Tutorials für ganz viele Web-Technologien. Heute werden wir Learn Bootstrap 4 angehen. Da ist nochmal beschrieben von Anfang an, was ist Bootstrap, warum brauchst du das, was sind die Vorteile, Bootstrap 3 versus Bootstrap 4 und so weiter. Ganz viele Grundlagen, die haben wir jetzt alles schon ein bisschen ausprobiert. Auch dieses Get Started haben wir ja schon angeschaut. Also wir starten jetzt gleich mit dem ersten inhaltlichen Teil. Inhaltlich ist es so, dass Bootstrap eine sehr wichtige Grundlage, das sogenannte Grid-System, zur Verfügung stellt. Mit diesem Grid-System habt ihr die Möglichkeit, Inhalte sowohl für ganz große Screens wie eben auch ganz kleine auf Smartphones beispielsweise anzuzeigen, dass sie immer noch gut zugänglich sind. Es ist ziemlich simpel aufgebaut, dieses Grid-System. Ihr habt hier 12 Spalten faktisch, und die ganzen 12 Spalten können aufgeteilt werden, entweder in 12 einzelne Spalten oder in 3 Spalten, wobei dann jeweils eine Spalte eben dann 4 kleine Spalten enthält, oder eben wenn man sagt, man will nur 2 Spalten, dass man dann halbe halbe oder 4:8 oder eben die ganze Breite nimmt. Das mal zu diesem 12 Spalten-System von Bootstrap. Das zweite, was man verstehen muss, was heißen all diese Abkürzungen SM, MD, LG und XL? Das sind in dem Sinn die Abkürzungen für Small Devices, also für wirklich die Smartphones, die eben einen hohen Bildschirm haben typischerweise. Medium Devices, das sind vielleicht irgendwelche Tablets. Large Devices, das sind so kleinere Bildschirme bis 1000 Pixel breit oder eben dann größere Bildschirme ab 1200 Pixel breit. Das ist diese Struktur mit diesen Abkürzungen, und mit diesen sogenannten Klassen können wir jetzt arbeiten, indem wir eben quasi diese Containers, in der Bootstrap funktioniert, jeweils entsprechende CSS-Klassen zuweisen. Der ganze Vorgang geht nun folgendermaßen. Wir wechseln jetzt zurück in unser Dokument, das wir erstellt haben, index.html in brackets. Da hatten wir ja schon das Bootstrap eingebunden, das CSS-File und eben auch das Bootstrap JavaScript-File. Hier übrigens zur Information, jQuery ist auch dabei und das sogenannte Popper JavaScript-Library. Die brauchen wir momentan noch nicht, aber wir lassen sie mal der Vollständigkeit halber drin. Als erstes werden wir jetzt einen Div-Container machen, in dem alle entsprechenden Elemente drin sind, die es braucht für die ganze Bootstrap-Grid. Also das braucht es zuerst einen Container, und zwar den sogenannten Fluid-Container, der die ganze Breite dann abdeckt. Und innerhalb von diesem Container werden wir entsprechend zuerst eine Row machen. Innerhalb der Row werden dann die einzelnen Spalten erscheinen für das Grid-Layout. Dazu noch eine dritte Art von Div, das sind die sogenannten Cols, also Spalten, Column. Und in der ersten, damit man diese ein bisschen besser auseinanderhalten kann, färben wir die noch ein. Style, Background, Color, und was nehmen wir da mal zuerst? Etwas Blaues in der ersten Spalte. Und dann duplizieren wir das mit Ctrl D, zweite Spalte, dritte Spalte, fügen da die Farbe beispielsweise Biscuit, irgendwas komisches da rein, oder und die dritte Spalte Corn Silk, keine Ahnung, was da für Farben haben. Also zeigen wir das mal an. Auf der Live-Preview von Brackets, da startet jetzt ein kleiner Crow und tatsächlich erste Spalte, zweite Spalte, dritte Spalte wird alles schön dargestellt. Wenn wir jetzt diesen Screen nicht eben auf einem Bildschirm haben, wie hier auf dem Desktop, sondern eben auf einem kleinen Mobile-Phone und den schmaler machen,
dann passiert eigentlich noch nicht genau das, was wir wollen, nämlich diese Spalten bleiben weiterhin nebeneinander, die ganzen Inhalte werden verquetscht und man kann es dann kaum noch lesen, wenn es da Fließtext drin wäre beispielsweise. Also wollen wir in dem Fall, dass die Spalten ab einer bestimmten Breite nicht mehr nebeneinander, sondern untereinander angeordnet werden. Das erreichen wir jetzt eben, indem wir diesen Klassen ein bisschen anpassen. Also wir sagen denen, es ist die Klasse Small Devices und mit der Anzahl von diesen 12, also wenn wir jetzt 3 Spalten haben, 12 durch 3 gibt 4, also haben wir 4 Elemente drin. Und jetzt seht ihr schon rechts im Preview, sind die untereinander. Und wenn es ein bisschen breiter wird, schwupp, sind sie wieder nebeneinander. Also das ist genau der Witz der Sache. Wenn ein Bildschirm breit ist, sollen die Inhalte nebeneinander sein. Wenn er schmal wird, sollen sie untereinander sein. So ist das Prinzip von diesem Grid-Layout aufgebaut. Und wie ihr da sehen könnt, gibt es noch ganz viele weitere Variationen. Man kann jetzt anstelle von 3 könnte man 4 Spalten machen. Oder man kann die Spalten auch unterschiedlich gewichten, also sagen wir 4 und 8 beispielsweise. Oder machen wir doch da 2 und 8 und 2 gibt auch eine schöne Darstellung. Also angenommen, wir hätten in der Mitte großen Inhalt, das ist eine, die hat 8 Spalten zugewiesen und die am Rand jeweils nur 2. Aber wenn sie dann in einem kleinen Device sind, dann sollen sie übereinander sein. Und von dem her sind sie dann wieder alle gleich breit. Gut, mit diesem Beispiel habt ihr eine erste Einführung gekriegt, wie das Grid-Layout funktioniert und könnt darum auch schon begonnen mit den Inhalten. Das schauen wir im nächsten Tutorial an.